So, voll geil. Ich bin immer noch krank und darf so zur deutschen Meisterschaft fahren. Ich war wirklich das ganze Jahr lang nicht einmal krank und jetzt genau ein paar Tage vorher, als wäre das geplant gewesen. Für mich aber auf jeden Fall heute besser als gestern und die deutsche Meisterschaft fängt erst morgen an. Also ich hoffe, dass ich bis dahin mich top fühle. Aktuell mit Dings, Tabletten in Tuss, aber der ist auch das. Guckt euch den Penner mal an, ich bitte dich. Also, was? Egal, diesmal immerhin kein Umzugskarton. Hä? Ich war kurz davor. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich muss nochmal rein, weil ich muss einmal Schuhe tauschen. Okay. Auf jeden Fall Jay, der erste Stopp. Danach holen wir Sarun ab. Und dann, ja, und dann auch schon Lawson. Und ja, wie eben erwähnt, also Tabletten-Intus, Nasenspray-Intus. Geht aber. Hoffen wir mal, wie gesagt, dass morgen alles tipptopp ist. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ehrlich gesagt, bin ich dieses Jahr nicht so, ich sag mal, zielstrebig wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat es für Top 64 gereicht. Dieses Jahr wär ich damit sogar in den Tops, wenn ich das gleiche erreichen würde. Aber muss ehrlich gesagt sagen, dass Stack auch nicht so gut ist wie letztes Jahr. Also ist wieder selbst gekocht, wieder richtig cool. Auch ziemlich stark, so ist es nicht, aber es ist halt trotzdem schwächer als das letzte Jahr. Also Kashtira Sprite im letzten Jahr war auf jeden Fall besser, vor allem weil Rice Hudder erlaubt war. Und jetzt ist die Hälfte ja wieder Kashtira, die andere Hälfte was anderes, das seht ihr dann die Tage. Aber mal gucken, also wenn es nicht läuft, dann ist das so, da gibt es genug Side-Events. Hauptsache man fühlt sich gut. Und aber trotzdem, ich gehe schon mit der Einstellung rein, dass der jetzt nicht 0-3 droppt oder so. Will da schon was reißen. Aber ja, auf jeden Fall, diesmal sind wir nur zu viert. Also ich hole, also Jay habe ich jetzt schon hier, der kommt gleich. Danach holen wir Sarun ab, wie gesagt, und dann Lawson. Und dann geht es auch schon los nach Münster. Das sind circa 4 Stunden von hier. Also relativ entspannt, auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man irgendwie nach Dortmund oder so fährt. Ne? Das ist tatsächlich mal was Schönes. Und die EM, die ja nächsten Monat stattfindet, die ist ja in Berlin, was auch wieder nur so 4 Stunden ist. Also was das angeht, haben wir tatsächlich mal Glück. Also das ist schon für uns, das ist schon für uns lucky, dass wir nur 4 Stunden fahren müssen im Norden hier. Aber ja, ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden. Erstmal letzte Runde dann zu Lawson und dann mal gucken, ob ich die Kamera nochmal anmache. Ansonsten spätestens bei unserer ersten Pause. Ja, haut rein. Okay, also nach einer ewig langen Fahrt sind wir dann nochmal angekommen. Es ist einfach ein Ponyhof hier, also legit. Sieht richtig schön aus. Wir haben mal so ein Ferienhaushalt genommen, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo genau es ist. Hier ist riesig. Ist halt ein Ponyhof. Yellow und Babo sind schon da, also ja, war auf jeden Fall, die Fahrt war deutlich anstrengender als vorher antizipiert, weil einfach überall Stau war und Baustelle halt, ganz Deutschland Baustelle, man kennt's. Gehen jetzt mal rein, beziehungsweise wir wissen auch gar nicht wohin, aber wir gehen jetzt mal von irgendwo hin und gucken wir mal, wie es hier dann so aussieht. Alter, das ist so geil hier. Ich glaube, ich buche nur noch sowas. Es ist riesig. Ehrlich, es ist einfach nur riesig hier, wir haben da... Da ein Zimmer mit 3 Betten. Dann haben wir hier ein Zimmer. Schön mit Doppelbett. Also hier Badezimmer. Also das ist wirklich der heftigste Luxus. Ich dachte mir so, hoffentlich ist das Badezimmer nicht so klein, aber Digga, was für klein. Wir haben das, wir haben eine Badewanne, wir haben nur eine Dusche, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Einfach eine Sauna. Ey, das ist wirklich, also... So reise ich sehr gerne, echt. Das ist wirklich, also auch der Weg hierher. Das ist einfach nur nice, ehrlich. Das ist wirklich riesig und zu einem sehr, sehr guten Preis. Also man hat ja auf jeden Fall seine Ruhe. Es ist ein Ponyhof, wie gesagt. Wunderschön. Und wir sind nicht die einzigen TCG-Spieler, die hier gebucht haben. Waren noch 2 andere Truppen da. Also ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Richtig nice hier. So, Saruni und ich holen erst noch was zu essen. Wir hätten auch bestellen können, aber das dauert dann immer eine Weile. Und ja, ich habe so gesehen, 5 Kilometer entfernt ist hier schon was. Von daher gehen wir einfach mal dahin. Auf jeden Fall wunderschön hier. Kann man echt mit der Familie kommen, bin ich ehrlich. Ist halt legit ein Ponyhof. Also ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, deswegen 4 Stunden Auto zu fahren. Aber vom Ding her echt nice. Schönes Wetter gerade tatsächlich, mal fühlt sich ein bisschen nach Sommer an. Und ja, es ist auf jeden Fall schon ziemlich spät. Mein Deck ist alles andere als fertig. Ich muss noch sleeven, ich muss es allgemein noch bauen. Ich muss noch eintragen, Neuron. Aber wir haben genug Zeit.
müde bin ich auch nicht. Also ich denke schon, dass ich lange wach bleibe. Und wir haben auch wieder einen fetten Tisch da drin. Wir haben eine Küche und so. Ist richtig schön. Also ich glaube, in Zukunft nehme ich nur noch so Ferienhäuser. Ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als Hotel und tatsächlich sogar günstiger. Und wenn man ein bisschen außerhalb ist und 20 Minuten zur Location fährt, dann ist es halt so. Also machen wir ab jetzt so. So Jungs, wie habt ihr geschlafen? Tschüss. Boah, wie ein Stein. Ja, einfach immer. Also diesmal zumindest knapp 2 Stunden mehr als letztes Jahr. Ja, ey, ist für immerhin besser. Ja. Mal so. Ich glaube 3 Stunden ungefähr habe ich gepennt. Aber so oft, also wenn das jetzt zu Hause wäre, ich könnte einfach nicht mehr, ehrlich, dann würde ich mich direkt wieder hinlegen. Aber so bei Events bin ich dran gewohnt, mein Körper macht da mit. Also es ist gerade 7 Uhr irgendwas, wir wollen noch kurz zu Penny oder so, ein bisschen Snacks und so auch holen für zwischen den Runden, Getränke und sowas. Dann wollen wir da auch schon hin, ne? So ungefähr um 8. Naja, mal gucken, wie es da aussieht. Recht insane voll hier. Ein paar KMP-Mitglieder hinter mir. Und also wirklich full hier. Papa über 2000. Ja, Mann, auf jeden Fall. Lass mir mal 2000 Leute, das ist wirklich. Aber wir sind noch nicht mal in dem Main-Venue drin, ne? Das ist. Was geht? Er will nur in Ruhe essen, Digga. Das ist Olibaba, das ist JK. Und wie gesagt, wir waren gar nicht im Main Venue. Ja, auf jeden Fall gut, was los. Heute 10 Runden Swiss. Mit 3 Stunden Schlaf, wird schon schief gehen. Let's go. Ja. Oh, Jungs, wir gehen jetzt rein, Digga. Und. Das sieht schon krass aus, ich bin ehrlich. Das sieht schon krass aus. Gebt euch das mal. Digga, das ist einfach riesig. Das ist einfach riesig. Das ist schon krass, gell? Ja. Digga. 2000 Mal, Digga. Insane. Das ist einfach nur insane. Wow. Ja, die Stühle sehen auch echt gut aus, die Tische sehen sehr gut aus. Passt alles. So droppt man noch gerne. Alter, es ist so krass voll hier. Ich bin ehrlich, ich muss sagen, leider null nervös und null aufgeregt. Es kommt mir vor wie so ein ganz normaler Tag und das gefällt mir nicht. Wir haben hier einen Pinguin. Ja, das gefällt mir einfach nicht. Ich würde gerne so mehr gehypt sein. Ja. Er heißt Joker. Ich wäre echt gern mehr gehypt. Keine Ahnung, kommt mir heute so ein normaler Tag, aber also die Atmosphäre hier ist wirklich next level. Also das ist hier einfach nur riesig. Und am Ende des Tages, so hey, natürlich, ich versuch natürlich viel zu erreichen. Ich gebe mein Bestes. Aber es wäre jetzt für mich nicht so schlimm, wenn es heute nicht läuft. Zumal ich wirklich Kashtira mit einem komplett Rogue-Archetyp kombiniert habe. Das heißt, einfach nur für den Content. Aber ja, ich werde mein Bestes geben und ich hab halt echt Bock. Wünschte nur, ich wäre so mehr aufgeregt. Also ehrlich, eigentlich auf Main Event scheißen und einen dieser Giant Cards erspielen. Also das ist der Gandora, der lächelt mich so an. Das ist insane. Wenn man bedenkt, was man beim Main Event kriegt, wenn man jetzt den ganzen Tag Side Events spielt und Punkte sammelt, kann man sich easy so einen holen. Und das kostet einen vielleicht einen Huni oder so. Das Ding ist einfach einen hohen vierstelligen Betrag wert. Das ist. Oh nee, Digga. Warum spielen wir Main Event? Ich hoffe, ich droppe schnell, Digga. Dann ja, ich direkt 0-3 hier. Und dann. Ja. Schade, dass das draußen ist, dass sie nicht im Duell benutzt werden kann. So, Runde 1 war gegen Labyrinth. Würfelwurf wie immer verloren. Ich kenn's nicht anders. Hab Shifter gesehen in Game 1, was sehr gut war, weil ich den Labyrinth sein Grind-Game weggenommen habe. Und easy 2-0 gewonnen eigentlich, also es ging sehr, sehr fix. Game 2 hat er mich überraschenderweise First gehen lassen, was mir schon wehgetan hat, weil ich hatte 3 Evenies reingesided, Featherduster und so. Habe aber zum Glück nur einen Featherduster und Cosmic auf der Hand gehabt, damit konnte ich leben. Habe aber richtig schlecht geöffnet, also ich hatte einfach nur einen enormes Sammeln, ich hatte keinen Kashtira. Hat aber am Ende gereicht tatsächlich. Mal gucken, wie es in den nächsten Runden wird. Also es war wirklich sehr, sehr entspannt. So, Runde 2 sehr, sehr schnell beendet. Alle sitzen einfach noch. Hey Jungs, wie geht's? Du hast gegen Kollegen gespielt, ja, ne? Weiß ich nicht, genau.
war 2-0 zu 6. Ja, ich hab ihn zu 6. Digga, ich hab einfach 1-1 verloren gegen Gorgi Second Boys. Boah. Okay. Also, du stehst jetzt 1-1. Ja. Krass. Gorgi Second Boys? Digga, kein Plan. Was? Wer hat denn da gekommen? Er war der schlechteste Spieler der Welt. Er hat gecheatet, oder hat Safira Effekt gemacht, hat auf Hand genommen, ruft Judge, sagt, es geht und so. Nein, Digga, du kannst Karte lesen. Dann, er macht deinen Mono-Effekt, special Sky Guardian, sagt Sky Guardian wieder an, Digga. Ich sag, okay, was mit dir? Krass, ich mach Moonlit aus deinem Monster, er sagt, okay, eigentlich bin ich wieder, ja, warte, wir gehen nochmal zurück. Ich hab gerade wirklich gegen einen meiner Angst-Effekte gespielt, Digga, Raid Raptor. Was war? Ja, ich hab Wimpluft gewonnen, hatte Shifter, das gecarried hat, Pandora ist danach, zum Vatikan. Und Game 2 habe ich wieder schon. Sehr geil, auf jeden Fall war der Start für mich besser als erwartet. Ich habe diesmal den Würfelwurf gewonnen, was... Ich habe nur 12 gewürfelt, by the way, also doppelt 6. Doppelschifter hat mich gecarried, bin ich ehrlich. Gerade gegen Raid Raptor, wo ich nicht weiß, wie ich es zu interrupten habe. Ich kenne das Deck einfach nicht. Daher Doppelschifter war ganz gut. Und ja, kann gerne so weitergehen. 2 von 10 geschafft. Let's go. So, Runde 3 war leider nichts. Wieder gegen ein Angstdeck gespielt, in dem Fall Centurion. Würfelwurf wieder verloren. Gerade so 2-1 verloren, ich hätte das eigentlich gewinnen müssen. Game 3 konnte ich sogar First gehen, hab 7 Karten gesided, nichts davon gesehen. Kein Pot gesehen. Also ich hatte nur eine Engine-Karte, die wurde halt negiert und das war's. Ging eine Weile das Game, aber ja. Ich habe mit Unicorn Control ein bisschen gespielt, aber ich habe einfach nichts nachgezogen. Daher RIP, aber es ist völlig in Ordnung, also 2-1. Ich meine, es sind noch ganze 7 Runden, also da ist noch alles drin. Es ist vielleicht sogar manchmal besser, wenn man so früh einmal verliert, solange man jetzt nicht mehrmals hintereinander verliert, ist es wahrscheinlich besser, halt, dass man vielleicht leichter Gegner kriegt. Aber wenn ich jetzt so 6-1 oder so gehe, ist erstmal 4 Siege getan, man muss sein, finde ich, dann es ist noch alles drin. Also ich kann sogar zweimal verlieren, ja, theoretisch sogar dreimal verlieren, dann muss ich aber ein gutes Tiebreak haben. Aber mehr als zweimal soll es am besten nicht sein. Mal schauen. Ich guck auch mal, was die anderen Jungs machen. So, Runde 4 vorbei. Bisher so ziemlich alle meine Angst-Decks abbekommen. Jetzt war es Tempai. 2-0 gewonnen, aber war easy. Game 1 habe ich zum ersten Mal heute Kali-Yuga-Lock gemacht. Und hat gereicht. Und Game 2 hat er mich, ich wusste, dass er mich First gehen lässt. Die Variants habe ich reingezeigt und fertig. Das war ganz simpel. Aber also ich habe jetzt wirklich 4 verschiedene Decks abbekommen. Das ist schon in 10, also Labyrinth. Raid Raptor, Centurion und jetzt Tempai. Also das ist wirklich so Decks, vor denen ich auch Angst habe. Mein größtes Hassdeck habe ich noch nicht abbekommen. Das ist Floventeries, wogegen ich meistens verliere, egal was ich spiele. Ist einfach so bei mir. Das kommt wahrscheinlich auch noch. Noch kein Snake Eye abbekommen. Noch kein Voices. Also es ist schon krass, wie viel verschiedenes Zeugs ich abkriege. Naja, mal schauen. 3-1 ist auf jeden Fall gut. Mal gucken, wie es weitergeht. So, das war jetzt Runde 5, ne? Gegen Snake Eye. Leider 2-1 verloren. Ja, war einfach so, war in Ordnung. War jetzt kein Unlucky Game oder so. Jedes Mal, ist halt das bessere Deck. Es war sehr traurig, er hat ihm alles weggenommen. Er hat so keine Handkarten, nichts. Er hat eine Karte nachgezogen, war Snake Eye Ash. Jedes Mal, aber ja, jetzt stehe ich 3-2. Sehr schlecht. 5 Runden haben wir noch. Aber noch einmal verlieren ist eigentlich RIP. Naja, bleiben wir dran. So, Runde 6 gegen schon wieder Tempai. Hätte nicht mal ein Deck, was ich doppelt abkriege. Und man ganz easy 2-0. Stehen jetzt 4-2. Es ist halt echt noch alles drin, aber ja, heute noch 4 Runden. Und ich darf wirklich, wirklich keins davon verlieren, damit ich halt in die Tops komme. Also in Top 64 komme, dann darf ich kein einziges verlieren. Und ja, mal gucken. Es ist deutlich anstrengender als letztes Jahr auf jeden Fall. Bei den Jungs läuft es, glaube ich, so ähnlich. Ja, Johnny stand ganz gut mit 4-1. Ist bei allen so nicht so optimal. Ich weiß es nicht. Aber dieses Jahr ist wirklich härter als letztes Jahr. Muss ich sagen, wie es ist. Letztes Jahr, gut, ich habe letztes Jahr auch ein besseres Deck gespielt. Muss man ja auch sagen, Arise war erlaubt. Aber dennoch ist schon more sweaty. Obwohl es mehr Teilnehmer sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon insane. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. 4-2 ist schon mal in Ordnung. Hauptsache jetzt nicht weiter verlieren. Okay, also ich bin endgültig gebrochen. Gegen Melodius gerade 2-1 verloren. Steht jetzt 4-3. Das ist Katastrophe. Geht auch nichts mehr mit Top. Maximal Top 128 ist drin. Da kriegt man noch Sleeves so, aber.
Ob ich die Motivation noch habe, keine Ahnung. Ich spiele erstmal heute natürlich weiter. Aber morgen sonst rein zu den Side-Events, denke ich mal. Ja, aber ich finde das Projekt ganz in Ordnung. Das Deck was ist ja auch komplett Rogue-Basis. Also ich habe da jetzt auch nichts großartig erwartet. Ich finde es halt nur schade, weil ich die Duelle immer so knapp verliere. Ich habe immer nur 2-1 verloren, wenn ich verloren habe. Und immer so knapp. Also das hätte auch Sieg sein können. Immer so Details. Aber mal gucken. Immerhin kriege ich Sarkophag demnächst sofort. Vielleicht können wir da mehr reißen. Mal schauen. So, Runde 8 war gegen Reustes. Habe ich gerade so im Time 2-1 gewonnen, weil ich mit Fernwerfer über Lu drüber gerannt bin. Und ja, ich stehe 5-3. Cool. Jay, gut für erste DM, er steht 4-4, muss man sagen. Rupner. Ja, Sascha entfernt sich. Aber ja, nee, die DM ist halt nicht so gut. 5-3 ist halt wirklich so. Ja, Top 128 ist drin. Nimmt man mit wegen den Sleeves, aber wenn ich einmal verliere, dann höre ich auf. Marco, ich hoffe, dass ich verliere, dann kann ich mich morgen auf die Side-Events konzentrieren. Oder? Von links. Das war da Runde 9, also vorletzte Runde schon, gleich fertig. Ging tatsächlich deutlich schneller als gedacht, ist gleich erstmal 19 Uhr, fast. Und dann ist gleich schon die letzte Runde, das ist wirklich optimal. Wieder gegen Centurion gespielt, zum zweiten Mal heute, dieses Mal gewonnen, und zwar 2-0, war aber so Centurion mit Resonator. Eigentlich so ziemlich, wie all meine Siege, war das wieder mit Gandora. 9 Karten gebanished und danach OTK, also Gandora OTK funktioniert sehr gut. Für ein Rogue-Deck, also ja, was heißt Rogue? Kashtira-Teil ist natürlich Meta, aber der Teil ist halt Rogue. Finde ich dafür, dass es so ist, es läuft sehr gut, es tut, was es soll. 6-3 ist ein sehr gutes Ergebnis, finde ich, mit dem Deck. Mal gucken, was die letzte Runde dann bringt. Mal schauen, 7-3 wäre insane. Jungs, schaut mal in die Kamera hier. Wie sieht's aus bei dir? 7-3. 7-3 und hier der Pro? 8-2. Egal, ich spiele alle 10-3. Also Ding auch ein Rookie 10-3, 8-1. Der andere, sie sind alle Tempai, Digga. Nur Tempai ist Bro. Ja, Bro. Das ist auch. Und ja, ich habe gerade die letzte Runde fertig. Ich bin gegen Onyx dann. 2-0 gewonnen und ich stehe 7-3 mit der Kreation ist insane, ehrlich. Also, ich bin stolz auf mich. Ich bin einfach stolz auf mich. Das ist so eine krasse Leistung. Naja, wir sind für heute durch. Ging schneller als gedacht. Und dann geht's weiter. Let's go. Und ja, ich habe heute mehr als 7 Mal mit Gandora OTK'd. Mehr als 7 Mal habe ich mit Gandora OTK'd. Also, hättest du ein anderes Deck gespielt, hättest du nicht gesagt. Zum ja. Ja, cool. Gandora besser als Tempai. Nein, Mann. Nein. Aber er ist auch Drache, ne? Ja, das ist insane. Liebe den Dreh. Bleib bei dem. Bei der Engine auf jeden Fall. Mir gefällt das Archetype sehr. Erzähl mal draußen. Ja, was soll ich groß erzählen? 2 Niederlagen, 1 Draw. Standing ist stabil. 7 Wins. Sehr ähnlich wie ich letztes Jahr. Ich hatte 6 Wins, 1 Draw, 2 Niederlagen. Da fährt mir eine Runde weniger. Also ja, du kannst damit auf jeden Fall Top 64 kommen. Also ich sag mal so, Voices ist jetzt nicht unbedingt das beste Deck in dem Format. Ja. Es ist stabil, es funktioniert, aber ich hatte auch sehr viele Matches, wo ich grinden musste. Also weiß nicht, ob das jetzt so optimal gewesen ist, aber lief. Und naja, ich sag mal so, die schlechten Hände kamen zu Beginn des Turniers. Ja. Die guten waren dann am Ende da. Nice. 7-1-2 ist schon mal nice. Das heißt, wenn du morgen 2 gewinnst, bist du ein Tops. Das ist safe eigentlich. Ja, das ist safe nicht eigentlich, das ist safe. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr, ich stehe 7-3, aber ich bin zufrieden mit Gandora. Ich will versuchen, Top 128 zu holen, aber wegen des Sleeves. Ne? Nicht, dass wir Fabse des Sleeves kaufen. Ja, Digga. Siren will, glaube ich, ja, ne? Sorry. Du schießt 6-4? Fabse. Also Fabse. Ich, Digga. Du schießt 7-3, ne? 7-3. Digga, ich hab gegen Nix verloren. Ich war so mad. Zufrieden, ehrlich. So hat man es geladen. War ich gut. So, Day 2. Ja, einige von uns stehen 7-3. So wie ich halt. Deswegen nehmen wir auch die letzten 2 Runden mit. 8-4 wäre ich zufrieden, bin ich ehrlich. Über 9-3 denke ich gar nicht nach. Mit dem Deck wäre es nice genug für ein Deck-Profile. Mal sehen. Ausgeschlafen wieder mal nicht. Naja, mal gucken, wie es ausgeht. So, die vorletzte Runde ist geschafft. Ich bin zufrieden. 8-3 stehe ich. Hab gegen Melodious Snake Eye gespielt. Würfelwurf verloren, aber bin ehrlich, hatte so viel Glück. Ich habe beide Game Shifter gesehen. Sind beide Male durchgekommen. Hab dann easy gewinnen können.
einfach mit der, eigentlich nur mit Kashtera Engine. Game 1 habe ich tatsächlich dann Kaliyuga gemacht, Going Second, nach Shifter, da konnte er nichts mehr machen. Und Game 2, Kashtera OTK so gesehen und Red Eyes gelegt halt. Also, ein Zug Life Points gelassen, Red Eyes gelegt, da konnte er auch nichts mehr machen, nach Shifter. Sehr lucky, ohne Shifter hätte ich das verloren. Er hat sogar mit Oszillator geöffnet, also hätte ich keine Chance gehabt. Das ist dann wieder so ein, ja, so ein Part von Yu-Gi-Oh!, wo es nur um Glück geht. Aber gut, 8-3. Auch wenn ich das nächste verlieren sollte, bin ich zufrieden. Ich hoffe, ich schaffe das 9-3. Ich glaube, Tops kann ich nicht mehr, weil ich schlechtes Tiebreak habe. Aber Top 128 kann ich noch und da kriegt man ja auch was Schönes. Von daher, also wirklich, dafür, dass ich das Deck gespielt habe, ist das eine krasse Leistung, wie ich finde. Echt nice, guter Start. So, letzte Runde fertig. Zum dritten Mal Tempo abbekommen und ich habe was wirklich Krasses gemacht. Ich habe den Würfelwurf gewonnen. Und ich habe den Gegner gefragt, wie viel Deckkarten er spielt. Er hat gesagt 41. Und die anderen Tempo-Spieler, die ich heute gestern abbekommen habe, haben auch mal 41 gespielt. Und deswegen bin ich einfach davon ausgegangen, dass er Tempo spielt. Vor allem, weil seine Playmat noch mit Drache war. Also es war noch Rotauge, aber einfach nur so ein Feeling gehabt. Habe ich ihn first gehen lassen, ganz blind. Ne? Und da hat sich dann ausgestellt, dass es tatsächlich Tempai war, was geht. Als ich dann rausgehe, dass es tatsächlich Tempai war, ja, ich stehe 9-3. Ja. Ja, und dann 2-0 gewonnen, ne? Also wieder OTK mit Gandora. Läuft. Mindgames haben funktioniert. Er dachte, ich spiele Tempai. Das sollte der Sinn sein. Und ja, war echt nice. Also 9-3 mit Gandora ist Next Level.